Dirk. On air. Dirk. On air. Dirk. Auf Radio Rheinwelle. Dirk. Auf Radio Rheinwelle. Dirk. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, euch zu einer Spezialausgabe von Gück on Air im Podcast-Format begrüßen zu dürfen zwischen den Jahren. Eine Sonderausgabe deswegen, weil nicht offiziell über Radio Rheinwelle gesendet auf meinem regulären Sendeplatz, sondern heute exklusiv hier nur als Podcast über meinen YouTube-Kanal. Als Auskopplung meiner letzten Sendung. Einige von euch haben sie vielleicht nicht live hören können. Ausgekoppelt aus der Sendung ist ja bereits der Talk mit Sarah Kaiser. Und heute habe ich für euch den zweiten Podcast aus der Sendung ausgekoppelt, nämlich eine ganz interessante Berichterstattung über Musical Tomorrow, das Projekt im Corona-Lockdown. Worum es da geht, gleich näher in einem ausführlichen Interview mit Sarah Jothöven, die in dem Projekt eine wichtige Rolle spielt und die mir vieles darüber erzählt hat. Ja, und um mehr geht es auch heute hier nicht. Wer gerne Neuigkeiten von der Musikszene dann erfahren möchte oder meinen Neujahrsgruß nicht verpassen möchte, der schaltet natürlich am besten am 3. Januar um 21 Uhr wieder live bei Radio Rheinwelle rein. Im Livestream überall über Podcaster zu erreichen oder über die Homepage radio-rheinwelle.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch live dabei seid. Ansonsten, ihr wisst ja, interessante Talkgäste oder Specials, Features werden auch als Podcast ausgekoppelt, immer hier in meinem Kanal. Ja, und bevor es jetzt mit dem Interview so richtig losgeht, habe ich noch einen tollen Titel für euch. Vom Album The Crown and Lobster Trilogy Selection von Erik van der Westen, Kontrabassist, kommt sein Titel EC, zu Deutsch hier. Thank you.
Ja, also ich freue mich sehr, begrüßen zu dürfen heute am Mikrofon Sarah Jurthöfen, Marketingstrategin eines ganz interessanten Projektes aus unserer Region, von dem ihr vielleicht auch schon gehört habt. Liebe Sarah, herzlich willkommen. Wer bist du eigentlich? Stell dich mal kurz vor, woher könnte man dich kennen? Was machst du außer diesem Projekt und was machst du in dem Projekt? Hallo Markus, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin Sarah und woher könnte man mich kennen? Man kennt mich aus Wiesbaden, von verschiedenen sportlichen Projekten, von kulturellen Projekten, durch meine Arbeit als Markenstrategin in einer Kommunikations- und Designagentur oder auch als Trauerrednerin. Das ist ja eine spannende Kombination. Mal ganz kurzer Ausflug. Wie lassen sich so zwei Berufe eigentlich kombinieren? Sehr gut tatsächlich. Die gleichen sich sehr gut aus. Und man darf es gar nicht so laut sagen, aber es ist ganz oft sehr, sehr ähnlich, was ich tue. Wenn auch in ganz anderen Bereichen. Stichwort zwischen den Zeilen lesen. Ja, also das klingt total spannend. Leider haben wir heute nur eines dieser beiden Themen. Vielleicht kommen wir auf das andere mal zu sprechen. Heute geht es tatsächlich um deine Tätigkeit als Marketingstrategin, allerdings in einem musikalischen Kontext. Kannst du vielleicht über dieses ganze Musical-Projekt mal erzählen? Genau, ich fange vielleicht an bei Musical Tomorrow. Das ist der Verein, in dem wir, die wir alle an diesem Projekt mitwirken, schon seit die einen kürzerer Zeit, die anderen seit längerer Zeit tätig sind. Musical Tomorrow hat sich gänzlich dem Musical verschrieben und bringt da jedes Jahr entweder in konzertanter Form, also so eine Gala, die soll jetzt toi 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 in zwei Wochen auch wieder stattfinden, und einmal im Jahr auch eine große Bühnenproduktion, ein Musical auf die Bühne. Und so war das Ganze auch im Jahr 2020. Ich bin im Januar 2020 zu Musical Tomorrow dazugestoßen, weil klar war, es wird Rent gespielt. Das ist mein absolutes Herzensstück und ich habe immer gesagt, ich will einmal im Leben Rent spielen und danach ist mir alles egal. Also Chance genutzt. Ich war bei Muto, wie es abgekürzt heißt, dabei. Und dann kam Corona und es war klar, es wird Rent zumindest im Jahr 2020 nicht geben. Und dann stellte sich auch über den Sommer dann heraus, auch 2021 wird es Rent nicht geben. Und in dieser Zeit haben mein bester Freund, der Benny Geipel, der auch bei Muto ist, und ich sind ein bisschen daran verzweifelt. Es war irgendwie keine Probenarbeit mehr möglich. Die Bühne, das Theater, das Singen hat uns sehr gefehlt. Und in einem der vielen Gespräche haben wir festgestellt, das, was hier gerade passiert, nämlich diese ganze Pandemie, gibt ja eigentlich sehr gutes Futter für ein eigenes Musical her. Und so ist quasi aus einer Schnapsidee ein Musical entstanden. Und wir haben das Ganze dann in Angriff genommen, haben das erstmal im kleinen Kreis im Verein vorgestellt, dem Vorstand, der auch erstmal sagte, ja, das ist ein ambitioniertes Vorhaben, aber klingt spannend, macht doch mal. Und dann haben wir mal gemacht und haben innerhalb des Vereins aufgerufen, uns spannende Momente aus einem Jahr Pandemie, damals war es noch ein Jahr, jetzt haben wir fast zwei Jahre, spannende Momente aus einem Jahr Pandemie einzureichen. Und da hat sich genau das bestätigt, was wir gefühlt haben, dass es nämlich ganz, ganz viele Facetten gibt und dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt und dass nicht nur alles doof ist, sondern dass es natürlich die doofen Momente genauso gab wie die lustigen, die schönen Momente, die nachdenklichen Momente. Und all das haben wir jetzt versucht, in unser Stück zu bringen. Glück on Air! Glück on Air, heute im Gespräch mit Sarah Jurthöfen vom Musical-Projekt Musical Tomorrow. Und wir sprechen gerade über das aktuelle Projekt dieses Vereins, die Bohemian Pandemie. Ist das eigentlich, also erfindet ihr jetzt gerade den Verein neu, durch die Vorgehensweise etwas komplett selbst zu schreiben, oder hat es das vorher schon mal gegeben? Ich meine, Rent hast du jetzt gesagt, das kennt man, das ist fertig und jetzt macht ihr was ganz Eigenes. Gab es sowas überhaupt schon mal bei euch? Nein, das gab es bisher noch nicht. Das soll jetzt auch nicht heißen, dass das grundsätzlich eine Neuausrichtung des Vereins per se ist. Es wird weiterhin die Galas geben, es wird weiterhin die bekannten Bühnenstücke auch geben. Aber das war jetzt einfach aus der Not geboren, kann man sagen, der Versuch, okay, was kann man denn sonst noch machen?
Und da waren wir jetzt auch das Pilotprojekt, das eben mal geguckt hat, was kann man sonst noch machen und kann man vielleicht möglicherweise selbst sogar was schreiben. Wie viele Mitglieder muss man sich da eigentlich vorstellen? Wer macht da so mit bei Musical Tomorrow? Wie groß ist das Team? Wow, da stellst du jetzt eine Frage. Es sind unglaublich viele Menschen, da bei Rent auch nur ein Teil davon beteiligt war. Ich sage jetzt mal 40, die mir namentlich und mit Gesicht bekannt sind. Ich weiß aber, da gibt es noch viel, viel mehr Menschen hinter den Kulissen. Helfer, Ehrenamtliche, die anderweitig unterstützen. Also das sind wirklich sehr viele Menschen. Ich kann beim Vorstand gerne noch mal fragen, wie viele genau, aber das weiß ich gerade nicht. Aber von diesen vielen tollen Menschen sind wir jetzt knapp 30, die dann für Bohemian Pandemie auch in unterschiedlichen Bereichen sich eingebracht haben. Also eine gute Mischung aus Darstellern und logistischem Team, den Kreativen, die das Ganze schaffen. Da würde ich auch gerne mal fragen, gibt es denn jetzt so eine kreative Unit bei euch, die für Komposition zuständig ist? Oder habt ihr da jemanden ganz extern angesprochen? Also wir haben, sage ich mal, die Basisarbeit haben Benny und ich gemacht, gemeinsam auch mit denjenigen, die da ihre Geschichten eingebracht haben. Der ein oder andere hat sogar selbst auch was komponiert, was wir dann sehr gut schon mal als Grundlage nutzen konnten und haben das dann in einem kleinen Team erstmal weiterentwickelt, so denn das unsere kompositorischen Fähigkeiten zugelassen haben und haben das dann zum einen mit Rainer Maas, der musikalischer Leiter bei Muto ist, zum anderen mit Nikolai Benner, der schon seit vielen Jahren die Muto Band leitet, das dann zusammen weiterentwickelt. Und schlussendlich hat dann Nikolai auch gemeinsam mit seiner Band da allem den letzten Feinschliff gegeben und es wirklich zum Leben erweckt. Wow, also eine sehr kreative Unit, die ihr da habt, mit vielen Leuten, die auch schon Erfahrung mitbringen. Ihr habt ja jetzt, du hast den Namen schon genannt, euch einen Queen-Titel, vermute ich mal, so auf die Fahne geschrieben, parodiert Bohemian Pandemie. Gerade vorweg, hat es denn wirklich auch mit Queen was zu tun oder ist das nur ein Wortspiel? Nee, tatsächlich hat es mit Queen gar nichts zu tun und es war eigentlich ganz lange nur der interne Arbeitstitel, bis wir uns so dran gewöhnt haben und es irgendwie auch nach wie vor so gut fanden und uns nichts Besseres eingefallen ist und wir gesagt haben, dann heißt das Kind jetzt so. Das kam ein bisschen, weil ich habe es ja eingangs gesagt, Rent, angelehnt an La Bohème, diese Bohemien-Kultur im New York der 90er und diesen Vibe, den haben wir irgendwie versucht mitzunehmen, weil ja Rent das nicht stattfinden konnte, so ein bisschen der Aufhänger auch von allem war. Und deswegen fanden wir es irgendwie ganz charmant, das mit zu integrieren. Glück on Air auf Radio Rheinwelle, Markus Glück am Mikrofon. Ich freue mich über mein Gespräch heute mit Sarah Jothöven und es dreht sich um ein ganz besonderes Musical-Projekt in Pandemiezeiten und wie könnte es besser genannt werden als Bohemian Pandemie im Gespräch mit Sarah Jothöven. Also die Idee, den Kopf nicht hängen lassen, aus der Krise etwas machen und jetzt ist man natürlich gespannt, also gibt es jetzt eine reine Blick nach vorn Botschaft oder was sind so die Messages, die ihr in diesen 10 Szenen da verpackt habt? Ja, also wir haben versucht, wirklich viele Facetten abzubilden und auch dabei dafür zu sorgen, dass sich jeder mit einer Episode mindestens identifizieren kann und eben diese ganz vielen Emotionen, die da drin stecken. Wir haben als letzte Episode, die gibt Hoffnung. Also wir haben es auch chronologisch aufgebaut. Wir beginnen im März 2020 und enden mit der letzten Episode mehr oder weniger ein Jahr später, Februar, März 2021. Da, wo man denkt, okay, und jetzt geht's voran, jetzt gibt's den Impfstoff. Wir können wieder raus, das Leben kommt irgendwie langsam wieder zurück. Stand heute kann man sagen, wir geben diese Hoffnung nicht auf. Aber es gibt natürlich doch nochmal jetzt aktuell auch diesen kleinen Dämpfer. Aber der Grundtenor von allem ist, es ist nicht alles schlecht. Versucht auch das Positive in einer solchen Krise durchaus zu sehen. Denkt vielleicht auch,
über das ein oder andere nach, was auch so außerhalb der eigenen vier Wände passiert. Seid dankbar für das, was ihr habt und ja, lasst den Kopf nicht hängen, schaut immer nach vorne. Eine schöne Botschaft, die hoffentlich, wenn ihr soweit seid und das ganze Projekt abgeschlossen ist, ja dann immer noch so auch bei den Leuten ankommt. Du hast gerade gesagt, wir haben gerade einen Dämpfer. Deswegen mal ganz aktuell gefragt, hat euer Musical oder Musical würde man es bezeichnen als Form, ne? Ja. Euer Szenenmusical vielleicht oder so. Hat das auch ein Statement zu dem Problem im Moment, also Impfpflicht oder überhaupt Statement zum Impfen? Ja, auch das ist thematisiert. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen hier nicht den erhobenen Zeigefinger haben, weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber wir wollen eben genau die Themen aufgreifen, die die Menschen das ganze Jahr über auch beschäftigt haben. Und da gibt es natürlich das Thema, die Situation in den Krankenhäusern, auf den Pflegestationen, das spielt eine Rolle. Es gibt das Thema Impfen ja oder nein. Es gibt das Thema Schule in Zeiten von Corona. Auch das dürfte dir ja durchaus bekannt vorkommen. Es gibt Verluste während Corona. Wie kann Trauerarbeit funktionieren, wenn man eigentlich ja niemanden sehen darf und niemandem nahe kommen darf? Also es sind wirklich sehr, sehr viele Facetten. In 10 Bildern habt ihr es verpackt. Also Respekt, das wirkt auf mich schon sehr kompakt. War es schwierig, das in eine Form zu bringen? Es fühlte sich schwieriger an, als es dann am Ende war tatsächlich. Also wenn wir uns hingesetzt haben und wir haben uns quasi Episode für Episode vorgearbeitet und dann lief das einfach. Da waren wir alle selber irgendwie total von überrascht. Aber vielleicht auch, weil der, ich sag mal, die nötige Naivität ein Stück weit auch dabei war, gleichzeitig aber irgendwie die Lust, da jetzt etwas zu erschaffen und ja, was Eigenes auf die Bühne zu bringen oder auf die Leinwand. Glück on Air. Nach der inhaltlichen Seite auch nochmal zur musikalischen Gestaltung. Du hast ja schon gesagt, wer da alles produziert, komponiert. Und dann gibt es natürlich auch Darsteller, die singen müssen. Da bist du, glaube ich, auch dabei. Oder bist du jetzt wirklich nur die Frau im Hintergrund, die die Marketingstrippen zieht und die Promo macht? Naja, also ich hab ja das Ganze mitgeschrieben, das darf man nicht vergessen. Also ich mache jetzt nicht nur die Außenkommunikation, sondern war wirklich von A bis Z mit involviert und habe mich eigentlich ursprünglich mal darauf verständigt, auch genau dabei zu bleiben. Ich habe mich dann ein bisschen reinquatschen lassen und spiele jetzt tatsächlich in einer Episode selbst mit. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich da reingequatscht wurde, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht und sehr, sehr schön ist, da ein Teil des Ganzen dann auch sichtbar zu sein und nicht nur als Name im Abspann. Nochmal zur Musik. Also was für musikalisches Stilisting erwarten denn den Hörer da? Also wer euch kennt, weiß, dass ihr schon so im Musical relativ breit seid. Ist es eher in dieser Variante jetzt rockig? Ist es ein bisschen mehr Elektro oder macht ihr so eine Mischung? Gibt es so einen Einschlag stilistisch da bei euch? Tatsächlich ist es, weil wir diese 10 abgeschlossenen Episoden haben und jede Episode ja ihre eigene Handlung hat und ihre eigene Gefühlswelt darstellt, so flexibel sind wir auch mit den Genres umgegangen. Also wir haben tatsächlich immer geguckt, was drückt das, was wir hier rüberbringen wollen, am besten aus. Ich weiß noch, als wir nachts durch die Straßen zogen. Das Leben schien perfekt, doch das war gelogen. Halt mich nochmal fest und gib mir Kraft. Mein Schädel träumt zu explodieren. All die Gedanken von dir und mir. Jetzt sitz ich hier, bin allein.
natürlich ist dann geprägt von all der Musical-Erfahrung, die wir alle miteinander haben, sind da, ich sage immer, gewisse Anlehnungen zu erkennen. Es gibt so dieses ungeschriebene Gesetz, jedes klassische Musical braucht einen Tango. Ja, auch wir haben einen Tango. Dann natürlich auch Hamilton ist ein ganz großartiges Musical. Und wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Gibt es, glaube ich, auf Disney Plus, wenn man diese Werbung an der Stelle machen darf. Ist ja komplettes Hip-Hop-Musical. Auch da gibt es eine Episode, die sich da ein bisschen stilistisch bedient. Also auch hier ist, glaube ich, für jeden was dabei. Hey, Metal-Lied, ich schreib euch ein Metal-Lied. Hey, ho, Metal-Lied, Metal-Lied, ho, hey. Das hat niemand je gehört, weil mich dieser Mist hier stört und mich's auf die Bühne zieht. Metal-Lied, ho, hey. Hey, hey, Metal-Lied, ich sitz allein in meinem Heim. Metal-Coronia, Metal-Lied, hey, ho. Freunde, das ist ganz schön derb, meine Stimmung, die ist herb, weil's mich wirklich runterzieht. Metal-Lied, ho, hey. Glück on Ja, hier live auf Radio Rheinwelle. Herzlich willkommen allen, die jetzt erst zugeschaltet haben. Markus Gück am Mikrofon und ihr seid heute Abend zu Gast bei mir in der Sendung Gück on Air. 2 Stunden unerhörte Entdeckungen. Und was wir eben gehört haben, das war tatsächlich ganz exklusiv Tonmaterial aus dem Studioprozess vom neuen Musical-Projekt von Musical Tomorrow, nämlich Bohemian Pandemie. Und ich freue mich ganz besonders, heute Abend hier begrüßen zu dürfen, Sarah Jutthöfen, die uns von dem Projekt erzählt. Ihr habt euch jetzt entschieden für ein Crowdfunding. Das läuft allerdings schon eine ganze Weile. Und wenn ich richtig gesehen habe, ist es auch schon abgeschlossen. Aber trotzdem, was habt ihr denn so für eine Hausnummer euch da gesetzt, um Unterstützung zu bitten? Genau, also wir sind mit 4-2, das war unser erstes Ziel, das wollten wir erreichen. Das kommt daher, dass wir gesagt haben, unsere Musiker, die von Anfang an gesagt haben, geile Idee, wir sind auf jeden Fall dabei. Und ja, mit der Bezahlung, da gucken wir dann mal. Benny und mir war es unglaublich wichtig, dass wir die Musiker voll bezahlen können, weil natürlich auch die Musiker, Berufsmusiker, durch die gesamte Situation einfach sehr stark gelitten haben. Wir haben gesagt, wir können kein Musical über die Pandemie machen und diejenigen, die unter anderem sehr stark darunter gelitten haben, da irgendwie nicht dabei unterstützen. Deswegen waren die 4-2 unser erstes erklärtes Ziel. Wir konnten dann sogar schlussendlich noch die zweite Stufe erreichen. Das waren 5.500 Euro, die wir da über das Crowdfunding zusammenbekommen haben. Und darüber hinaus konnten wir auch noch weitere Spenden generieren, zum einen vom Kulturamt Wiesbaden, zum anderen auch nochmal von einer Förderung der NASPA, auch hier in Wiesbaden. Und ganz viele tolle Unterstützung auch in Form von Sachspenden, die wir dann gerade was Kostüm, Bühnenbild, andere Ausstattung für den Dreh dann schlussendlich in einer Location, die uns auch freundlicherweise als Spende zur Verfügung gestellt worden ist vom Staatstheater Wiesbaden. Also da kommt einfach ganz viel zusammen und es war auch unglaublich schön zu sehen, wie man sich da gegenseitig unterstützt. Und gerade das Theater selbst hat ja gelitten und sagt, ja klar, ihr könnt die Wartburg haben, ein ganzes Wochenende lang. Cooles Projekt, viel Spaß. Habt ihr denn jetzt auch schon so einen konkreten Zeitplan, wann das abgeliefert wird, wann ihr fertig werdet? Das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir haben im November haben wir alles im Kasten gehabt. Wir haben sowohl die Tonaufnahmen mit der Band und unseren Sängern gehabt und die Bildaufnahmen. Wir befinden uns jetzt gerade in der Phase der Postproduktion. Das heißt, wir sind mittendrin im Audio-Mastering und ziehen nochmal alles glatt, mischen jeden Song, hören nochmal auf jeden Ton ganz genau und schieben da vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Ton dahin, wo er eigentlich hingehört.
und sind eben dann auch in der Post von dem ganzen Bewegtbildmaterial im Schnitt. Wir haben mit sehr vielen unterschiedlichen Kameraeinstellungen gearbeitet und müssen das jetzt Episode für Episode zusammenbringen und wollen dann Anfang Januar mit dem Streaming beginnen. Ich habe interessiert gelesen, dass ihr angekündigt habt bei Startnext, wenn das Projekt fertig ist, soll es kostenfrei online zur Verfügung gestellt werden. Das ist nach wie vor der Plan, ganz genau. Weil wir auch empfunden haben, dass das, was in der Pandemie passiert ist, nämlich dass sehr viele Theater ihre Produktionen kostenfrei gestreamt haben, eine unglaubliche Bereicherung auch war. Ich habe wundervolle Inszenierungen aus dem Landestheater Linz gesehen. Ich wäre niemals für eine Vorstellung wahrscheinlich nach Linz extra gefahren, aber so konnte ich mir das nach Hause holen. Und so haben wir jetzt wiederum die Möglichkeit, das natürlich auch möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Du hast oder ihr habt geschrieben auf der Crowdfunding-Seite, die Spenden sind das eine. Wer aber noch weiter unterstützen möchte, kann sich jederzeit bei euch melden. Du hast eben schon von Sachspenden gesprochen. Wie kann man denn euer Projekt, wenn man möchte, noch unterstützen jetzt? Man kann uns aktuell noch über eine Spende an Musical Tomorrow e.V. unterstützen. Am besten da nochmal direkt reinschreiben, dass das für Bohemian Pandemie gedacht ist. Ansonsten klären wir das aber natürlich auch mit dem Vorstand direkt. Und sobald die erste Episode gestreamt wird, wird es auch da nochmal eine Spendenoption dann unterhalb des Videos geben, wo man dann ganz konkret auch sagen kann, das, was ich gerade gesehen habe, das hat mir gefallen, die Jungs und Mädels möchte ich unterstützen, dann geht das da auch auf dem direkten Weg. Super. Und natürlich nicht vergessen, auch viel teilen und Informationen verbreiten. Das machen wir heute hier im Radio und gerne auch im Internet nach euch suchen. Also ich habe jetzt gesehen, ihr seid auf mehreren Plattformen zu finden. Vielleicht sagst du kurz nochmal, wo kann man Informationen über den Stand und dann auch die Veröffentlichungstermine von euch finden? Genau, also da ist zum einen Facebook und Instagram als unsere Social-Media-Kanäle zu nennen, auf denen wir sehr viele Informationen zum ganzen Prozess auch haben, immer mal auch Blicke hinter die Kulissen bieten und dann natürlich auch zu jedem Veröffentlichungstermin entsprechend die Informationen bekannt geben. Und auf der Website www.musical-tomorrow.de/bohemianpandemie. Und das war es auch schon, das Feature zu Musical Tomorrow Projekt Bohemian Pandemie. Dankeschön an Sarah Juthöfen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen anregen können. Seid gespannt und unterstützt die Leute. Das ist echte Regionalkunst hier, die uns mit der Pandemie nochmal irgendwie versöhnen kann und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt. Alles Gute für euch und bis dann.